Ja, also wir haben gesagt, dass es wichtig ist, dass wir auch eine Öffnungsstrategie haben, denn wir können natürlich am 15. Februar oder wann immer wir unter 50 Inzidenz sind, nicht wieder alles aufmachen, sondern wir müssen natürlich da auch wieder Prioritäten setzen. Und eine Priorität für mich ist ganz klar, dass zuerst Kitas und Schulen wieder geöffnet werden müssen. Wir müssen dann ja ganz vorsichtig sein, dass wir nicht das erleben, was in vielen Ländern passiert. Man macht einen harten Lockdown, man öffnet und man öffnet zu viel und dann hat man sozusagen das Ergebnis, dass man ganz schnell wieder im exponentiellen Wachstum ist.